Hallo und herzlich willkommen bei Butterfly Spirit, The Art of Transformation. Mein Name ist Freya. Ja, und lieber Steinbock, du bist natürlich hier, um dir deine Januarbotschaft Januar 2024. Schön, dass du hier noch bei mir an Bord bist und wenn du ganz neu hier bist und nicht weißt, wer ich bin und warum ich tue, was ich tue, du findest alles unten in der Videobeschreibung, meine Webseite, aber auch die Playlist mit den Dingen, die ich dir alle anbieten kann. Ja, liebe Steinbock, deine Energie für den Januar und by the way, Happy Birthday, ist sehr speziell. Also ich habe gefühlt ein bisschen mit den aufgestiegenen Meistern und ja, den kosmischen Energien, die für dich im Januar zusammenkommen. Ja, als ein Geburtstagskind, das erste, ja, könnte man sagen, für 2024 ist ja ein spezielles Jahr. Wir gehen definitiv in die Energie des neuen Zeitalters hinein. Ja, die neue Welt steht für uns bereit und wir gehen definitiv auch in eine höhere Schwingung, in ein höheres Bewusstsein, zumindest jene, die aufgewacht sind. Und wir haben ganz klare Zeichen, dass das geschieht, schon bereits erhalten. Ich bin überzeugt, dass du das auch ganz stark empfunden hast. Und bei dir ist es wirklich so, was ich für dich als eine Botschaft, als eine Energie empfangen habe für den Januar, ist wirklich ein bisschen das Sterben in dir, des alten Menschen in dir. Ich habe ganz stark das Gefühl, dass du in diesem Übergang Dezember, Januar eine ganz tiefe Transformation durchgemacht hast, wo dir aber auch gewisse Dinge, gewisse Schattenseiten vielleicht ein bisschen auch hochgekocht sind oder einfach wirklich mal sehr bewusst geworden sind über dich selbst, über dein Leben, über die Glaubenssätze vielleicht, die du hast oder Dinge, die du einfach so übernommen hast von anderen Menschen. Ja, du weißt, wir werden ja sehr, sehr stark geprägt bereits in unserer Kindheit. Und ich glaube, dass du eine Arbeit an dir getan hast, wo diese Dinge aufdecken. Und ich weiß nicht warum, ich sehe immer ein bisschen die Tarotkarte der Tod. Das ist Skorpionenergie, diese Energie, die uns ganz neu macht, ja, die uns alles in uns, was einfach nicht mehr Platz hat, in dieses neue Zeitalter hineinzukommen, einfach nicht mehr Platz hat in einem frisch geborenen Geist, dass das alles einfach sich verabschieden möchte von dir und dass du wie in dir wieder ganz neu auferstehst und auch dieses Jahr einläutest, mit dem Januar in diese grandiose Zeit zu gehen. Ja, was das genau ist, das weißt natürlich du am allerbesten, lieber Steinbock, aber lass uns mal hineinschauen in die Karten. Wir werden deine Legung mit diesem wunderschönen Deck hier machen und ich werde auch ein bisschen das Legesystem neu machen, ein neues Jahr, ein neues Legesystem. Ich werde drei Themen nehmen, nämlich ein allgemeines Thema für dich, dann Finanzen und Beruf auch und dann auch Liebe und Beziehung. Und wir werden in all diese drei Bereiche einen kurzen Einblick bekommen, was die Energien für dich im Januar sein werden. Am Ende werde ich dir noch mit diesem wunderschönen Deck hier, das sind so positive Affirmationen, werde ich dir auch noch gern eine Botschaft mit auf den Weg geben. Und sollte ich einen aufgestiegenen Meister oder eine Engelsenergie hier in deine Legung kommen, fühlen kommen, ja, dann werde ich es dir auf jeden Fall gerne mitteilen. Also lass uns loslegen, lieber Steinbock, in den Januar hinein für dich einfach mal einen allgemeinen Blick machen, was so deine Tendenzen, Energien und ein bisschen die Botschaft ist von der geistigen Welt für dich. Spirit, bitte. Spirit für den Steinbock. Botschaft Januar 2024. Botschaft Januar 2024. Ja, und man muss ja auch sagen, göttlich gesehen nennt man dich ja auch ein bisschen der Felsen Gottes, ja. Und wie ich es schon immer erwähnt habe, ja, man baut ja auch feste Dinge auf
Felsen auf, also definitiv nicht auf Sand. Und du bist ja auch ein bisschen unser Prüfstein. Das gehört einfach zu dir. Du prüfst die Dinge gut, du prüfst sie auch sehr gut für dich selbst und du würdest ja auch niemandem irgendwie verurteilen oder urteilen, wenn du diese Dinge nicht selbst in dir verarbeitet hättest oder sie eben auch selbst beherrschst. Und ja, wir kommen eben in ein neues Zeitalter und auch dieses, lieber Steinbock, wird auf dir aufgebaut werden. Und dazu hast du uns wahrscheinlich im Jahr 2023 und mitunter dich selbst auch bereits schon genügend geprüft. Ich habe das Gefühl, dass du im Januar frei wirst, frei im Sinne von, ja, wirklich diesen Atemzug bekommst, in diese Transformation für dich selbst hinein ein ganz neuer Mensch zu werden. Ja, und ich sehe das hier auch schon in der allgemeinen Legung hier für dich. Schau mal, du hast hier den Stern. Und das ist etwas, was du jetzt schon fühlst. Hier haben wir die Gegenwart und das wird Ende Januar für dich dann der Fall sein. Ja, jetzt, wo du dieses Video schaust, fühlst du das schon mit dem Stern hier. Das ist eine große Arkana und das ist Sternzeichen Fische. Und der Stern, ja, wir wissen es alle, wir schauen sehr gerne am Abend, in der Nacht, in den Sternenhimmel hoch. Und die Sterne rufen uns auch nach Hause. Ja, vielleicht hast du auch das Gefühl im Januar, ich bin nach Hause gekommen, ich weiß jetzt, woher ich komme, ich weiß, wo mein Stern ist, ich weiß, wo mein Stern mich hinruft. Eins ist klar, der Stern ist natürlich auch Hoffnung, aber er ist auch eine zukunftsgerichtete Karte. Sie sagt dir im Prinzip, dass du genau am richtigen Ort bist. Und dass die Zukunft, die Schienen für deine Zukunft bereits in deiner Akasha geschrieben sind. Und du scheinst dich im Januar da zu connecten. Und ja, vielleicht ist das eben genau das Gefühl, ich komme nach Hause, ich bin angekommen. Weil wir haben hier die Königin der Münzen. In der Gegenwart, das wird im Januar für dich der Fall sein. Königin der Münzen, Sternzeichen Stier, Planet Venus, ja, wir kennen sie alle. Der Morgenstern, der hellste Stern am Himmel, erscheint, du hast eine sehr gute Verbindung dazu und wir wissen, sie ist Reichtum, sie ist Fruchtbarkeit, sie ist Liebe, sie ist definitiv etwas Festes, etwas, wo man sich darauf verlassen kann. Sie bringt Erfolg. Sie bringt auch eine starke Verbindung zu Mutter Erde, zu Gaia. Sie ist auch Manifestation. Sie ist sehr gewinnbringend und so fühlst du dich verbunden mit dieser Energie im Januar, lieber Steinbock, wo dich einfach in dir festigt. Vielleicht bist du auch an einem wunderschönen Ort in der Natur, wo du einfach diesen Reichtum, diese Fruchtbarkeit, diese Liebe in dir fühlst und dich damit verbindest. Denn wenn wir nicht mit der Erde verwurzelt sind, ja, wenn wir keine Wurzeln haben, dann wird es auch uns sehr schwer fallen, unsere kosmische Herkunft, unsere kosmische Geschichte zu erfahren. Und es wird uns vor allem sehr schwer fallen, dies zu manifestieren. Es ist eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich habe das Gefühl, dass du hier super in Connection bist mit diesen zwei Energien zwischen deinem Stern und der Erde. Ich habe hier Ende Januar auch noch der Ritter der Kelche. Und interessant ist auch das wieder eine Fischekarte. Es scheint mir, du bist mit deiner Seele im Januar super gut verbunden. Und der Ritter der Kelche, der bringt uns natürlich immer ganz, ganz schöne romantische Stunden auch. Er ist sehr sensitiv, sehr sensibel. Man ist mit dem Wasser auch sehr verbunden, mit den eigenen Emotionen. Das kann aber auch eine wunderschöne Einladung sein zu einem romantischen Dinner. Es kann auch eine Vergebung sein. Vielleicht bekommst du einen Blumenstrauß von jemandem. Auf jeden Fall kommen hier im Januar ganz, ganz feine romantische Gefühle in dein Leben, in dir auf. Und ja, das ist natürlich etwas
ganz Wunderbares. Vielleicht hast du hier auch einen Menschen neu kennengelernt oder kennst einen Menschen, der das in dir auslöst. Auf jeden Fall ganz, ganz super. Schon hier im allgemeinen Bereich für dich, lieber Steinbock. Lass uns schauen, wie es für dich beruflich und finanziell im Januar aussieht. Oder vielleicht hast du auch neue Projekte oder möchtest dich selbstständig machen, hast neue Ideen. Wir wollen schauen, was die geistige Welt dir hier dazu mitteilen möchte. Steinbock, bitte. Botschaft Januar 2024. Geistige Welt, bitte. Spirits, Finanzen und Beruf. Steinbock. Sollte die Legung nicht stimmig sein für dich, dann schau dir bitte Mond, Aszendent und Venuszeichen noch an. Am besten, damit du mich hier nicht wieder verlierst, abonnierst du meinen Kanal. Ja, es scheint mir. Nein, ich muss das nochmal mischen, ich fühle das. Wir haben hier den Mond, wir haben fünf der Schwerter und lass mich die letzte Karte hier in diesem Thema noch für dich finden. Oh, wow. Und wir haben das Schicksalsrad. Ja, es scheint mir hier mit dem Mond. Das fühlst du vielleicht jetzt schon hier und es tendiert auch zum allgemeinen Thema hier oben. Der Mond ist natürlich auch super stark mit der weiblichen Energie verbunden, mit dem Meer, mit der Göttin. Und sie drückt natürlich auch wieder diesen tiefen Seelengang aus, ja, dass wir tief in die Seele abtauchen und eine gewisse Verbindung suchen. Was sagt uns unsere Seele? Wo führt sie uns hin? Ja, was ist eigentlich mein tiefer Wunsch hier? Vielleicht machst du dir hier auch Gedanken, was könnte ich in der Zukunft tun, was mich seelisch auch erfüllen könnte. Ich habe auch das Gefühl, dass du hier auch in etwas investiert hast, wo dich hier in Verbindung bringt mit deiner Seele, mit deinen Emotionen, mit der Göttin. Und wir dürfen nicht vergessen, das neue Zeitalter ist ein weibliches Zeitalter. Es gilt also für uns auch wirklich in unsere eigenen weiblichen Anteile. Und es ist egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist, denn wir alle haben männlich und weiblich in uns, dass du hier in eine Connection gehst. Vielleicht lässt du hier aber auch einfach mal ein bisschen deine Seele baumeln. Im Januar, was den Beruf oder die Finanzen betrifft. Ich sehe aber hier tendenziell, machst du dir schon ein bisschen Gedanken mit dem Fünf der Schwerter. Du siehst das ganz klar. Wie könnte es weitergehen? Es könnte schon sein, dass du dir ein bisschen finanzielle Sorgen hier machst oder Gedanken. Aber ich sage dir, lieber Steinbock, das solltest du nicht tun, denn dein Schicksal hier, wir haben das Rad des Schicksals noch. Das wird dich hier in die genau richtige Richtung hineinführen, in eine Richtung hinein, wo du auch fühlst für dich, dass es seelisch für dich richtig ist oder stimmig ist. Vielleicht wirst du hier etwas ganz Neues beginnen und vielleicht wirst du hier dir auch vielleicht zu viele Gedanken darüber machen, wie mache ich das, ja? Der Steinbock. Wir wissen, er ist ein sehr ernsthafter Mensch. Er macht sich tendenziell manchmal ein bisschen zu viel Gedanken über die Dinge. Er springt nicht sofort. Er ist halt nicht wie ein Feuerelement zum Beispiel, das einfach einmal ja, drauf losgeht und das Risiko eingeht und dann mal schaut, ob es gut geworden ist oder nicht. Der Steinbock macht gerne sehr, sehr kalkulierte Schritte, ja, er ist ja noch ein Steinbock, sonst würde er auch vom Felsen fallen. Ja, er ist sehr konzentriert in Dingen, er plant sie gut, aber tendenziell manchmal auch ein bisschen zu
fest. Und Steinbock, du weißt, von was ich spreche. Ich auch. Ich habe Steinbock in der Venus und ich musste auch wirklich lernen, ein bisschen zu vertrauen, weil der Stern sagt es dir hier schon und auch die Königin der Münzen sagt es dir hier schon und auch der Mond, dass du genau auf dem richtigen Weg bist. Und das Schicksalsrad hier in diesem Bereich sagt es dir auch noch einmal. Ja, natürlich bist du der Lenker deines eigenen Schicksals. Ja, wir sind der Kapitän unseres eigenen Lebens. Und, aber wenn man das Steuerrad zu fest hält, ja, dann ist das Schiff auch sehr unbeweglich. Und du siehst ja auch, wie sie auf dem Schicksalsrad hier tanzt. Also vertraue ein bisschen in deine eigene Seelenstimme, in den Kosmos, in das, was du fühlst in dir. Ich denke, die Sterne werden dich hier absolut gut leiten. Ja? Tendenziell vertraue auf deine Intuition hier. Ich fühle, das kommt sehr, sehr gut. Du machst dir hier zu viele Gedanken. Nun möchten wir gerne Liebe und Beziehung miteinander anschauen. Was die Tendenzen sind für dich im Januar, auch die Themen und die Botschaft, das ist schon rausgefallen, der geistigen Welt hier, für dich bitte, Steinbock, Januar 2024, Spirit bitte, Spirits. Ja, wir haben hier schon den Ritter der Münzen, das ist natürlich, wenn es zum Thema Liebe und Beziehung kommt, eine sehr schöne Karte. Sie zeigt, du bist hier definitiv auf dem Weg. Ja. Wir haben den Magier. Ja. Ich will es noch einmal schön machen. So. Und ja, wer weiß, vielleicht wirst du ja zum Magier. Vielleicht machst du hier eine Ausbildung bei mir. Oder du triffst jemanden, der definitiv diese Gaben hat, zur Magie etwas umzusetzen, in die Materie zu bringen. Vielleicht diese Königin der Kelche hier, die wir am Ende haben auch. Sternzeichen Skorpion auch. Und du bist hier definitiv auf dem Weg. Ritter der Münzen, ein Ritter bringt uns immer etwas ins Leben und da die Münzen Erdelement ist und es hier um Liebe und Beziehung geht, kann ich sagen, du bist hier auf dem Weg in eine Beziehung vielleicht hinein oder du gibst hier definitiv dein Single-Leben auf und du bist bereit, hier eine Beziehung einzugehen, tendenziell etwas sehr Kraftvolles hier sicher mit dem Magier vielleicht. Machst du hier auch irgendein Liebesritual oder du willst deinen Partner oder deinen Lebenspartner manifestieren in dein Leben hinein? Oder du bist bereits in einer Beziehung und diese Beziehung ist definitiv mit dem Magier etwas Magisches, etwas Kraftvolles und die Tendenz, dass man hier etwas in die Materie bringen kann und auch umsetzen kann, was man sich vielleicht in einer Beziehung vorgenommen hat, solltest du in einer sein, ist definitiv hier gegeben. Der Magier ist auch eine Karte der sehr klaren, guten, sehr hohen Kommunikation. Sie heißt auch, dass man ein Meisterwerk vollbringen wird hier. Und ich glaube, dass das tendenziell hier mit der Energie der Königin der Kelche sein wird. Skorpion, ich habe ja am Anfang noch gesagt, du kannst dich erinnern, dass ich fühle, dass du in einer sehr starken Transformation bist. Und ich fühle hier auch ganz, ganz stark, dass dich hier die Energie von Saint-Germain leitet. Ich sehe hier und fühle auch, weil ich bekomme dann immer sehr heiße Hände, die Energie von Saint-Germain. Saint-Germain wird dich im Januar definitiv begleiten, dass du eine tiefe Transformation in dir tun kannst, nämlich diesen alten Menschen, diese alten Dinge, die dich nicht mehr begleiten müssen. Ich denke, du bist durch das Tal der Schatten gegangen, du hast dich reflektiert und ich glaube, ich fühle ganz stark hier dir zu sagen, dass du loslassen kannst und in eine völlig neue Richtung gehen mit dir selbst auch. Das Schicksal hat
ist bereits geschrieben hier. Deine Gedanken dazu sind nicht notwendig. Lass dich führen vom Universum. Du bist auf einem perfekten Weg. Du hast super große, tolle Arkane mit dem Stern, mit dem Schicksalsrad, mit dem Mond, mit dem Magier. Was willst du mehr? Ja, Steinbock. Also geh nicht immer in den Kopf. Ja, lass los. Nämlich auch das. Königin der Kelche ist eine Karte des Unterbewusstseins, ja, geht sehr, sehr tief, holt alles hervor, was man sich noch anschauen soll und loslassen und dann fließt die Energie. Ja, dann bist du fähig, Magie zu tun, lieber Steinbock. Und vielleicht ist das eine Person in deinem Leben oder das ist die Energie, die deine Beziehung haben wird im Januar. Eine wunderschöne Energie. Ihr werdet sehr vieles, was im Unterbewussten ist, könnt ihr bewusst hervornehmen und ihr könnt es mit der Kraft des Magiers in die Materie bringen. Eine sehr kraftvolle Energie auch hier für dich, lieber Steinbock. Wow, wow, wow. Ja, du beginnst das neue Jahr auf jeden Fall sehr, sehr stark hier. Und ich fühle auch eben, dass du fühlst, du kommst nach Hause, du festigst dich in dir. Und hast vielleicht ganz, ganz andere, ungewöhnliche Ideen, die sich hier ganz sicher mit dem Ritter der Münzen stetig und sicher für dich aufbauen lassen. So, und jetzt bin ich noch gespannt. Ja, und solltest du merken, dass Dinge in dir hochbrodeln im Januar, ich fühle, ich sollte das noch sagen, weil du bist in einem starken Transformationsprozess mit Saint-Germain, solltest du merken, dass dich Hitzewallungen vielleicht überkommen oder dass du plötzlich ganz heiße Hände bekommst oder schwitzt, dann kannst du sicher sein, dass hier Saint-Germain mit dir arbeitet, lieber Steinbock. Vielleicht machst du hier auch eine Power Transformation oder wirklich die Ausbildung hier, zu deinem Magier zu werden. Oder den Workshop Erkenne dich selbst. Alles tendiert bei mir ja in die Richtung genau des Magiers, des Meisters, den wir sind. Genau. Wird Zeit, dass wir das umsetzen. So, und jetzt bin ich gespannt, was hier noch deine kleine Botschaft ist mit diesen Karten der positiven Affirmationen. Auf was du vielleicht ein bisschen achten sollst im Januar. Ja, ein bisschen lachen. Ja, wir haben hier den Löwen. Oh Gott. Ja, das ist also super passend. Passender ging es fast nicht. Ja, und wie ich das tue, lieber Steinbock, ja, das ist eben Magie. Das ist Freya. Ja. Also, ich habe es von Anfang an schon gefühlt. Und sie heißt, I let go of fear, also ich werde es dir auf Deutsch übersetzen, ich lasse die Ängste los, die ich in meiner Seele gehalten habe, also stored. Genau, ich lasse die Ängste in meiner Seele los, eigentlich so. Und du siehst den Löwen hier auch, wie diese transformierende Energie, siehst du, in die Sonne geht und die Sonne bekommt Flügel. Und genau das ist das, was ich gesehen habe als eine Energie für dich im Januar. Ja, lieber Steinbock, ich wünsche dir hier auf jeden Fall ganz viel Licht und Liebe. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir auch für alles, was du mir entgegenbringst. Eine kleine Spende, ein Kommentar, einen Like. Und ganz speziell freue ich mich natürlich, wenn ich dich persönlich kennenlernen darf, ja, in einer Beratung, in einer Ausbildung, was auch immer du fühlst, was dir dein Herz sagt, wo du hier deinen Weg machen sollst. Und ich weiß eins ganz sicher, wir werden uns hier wiedersehen. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute und bis bald. Tschüss.